Gott zum Gruße und herzlich willkommen zu der letzten Set Spotlight. Ave Maria. Set Spotlight Reihe. Weiß ich nicht. Wilds of Eldrain vom Spielraum Wien. Bei mir ist Butler Patrick. Ich bin euer Bischof. Danke Gott dem Herrn. Wir machen heute die Set-Karten, Set-Commander-Karten, die es in den Set-Boostern gibt. Es gibt 8 Stück und wir machen sie einfach in alphabetischer Reihenfolge, nicht in farblicher Reihenfolge. Deswegen fangen wir mit einer Multicolor-Karte an. Ich finde Bischof sind eh die Leibons, weil die haben den guten Hurt. Nicht? Du hast Probleme. Die haben den guten Stab. Ja, voll, kannst du mit dem Indigoschen handeln. Optimal. Das ist nicht sehr bischöflich. Das ist wurscht. Gott vergilt's. Wenn du Reue zeigt, vergibt's Gott, nicht vergelt's Gott. Nein, vergelt's Gott. Komm, mach den Bernard. Also das Bernard, der Lebkuchenformer, kostet Bandfarben und 1, Mensch, Handwerker 3/3. Jede Kreatur, die du kontrollierst und die eine Speise oder ein Golem ist, erhält +2/+1, verursacht Trampelschaden. Die Leibenden bei sich schon. Immer wenn eine andere nicht Spielsteinkreatur, die du kontrollierst, stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist, außer dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein 1/1 Speisegolem-Artefakt-Kreatur ist und 2 Tap-Opfere dieses Artefakt, duell 3 Lebenspunkte dazu, hat. Okay, mit der zweiten Ability ist er relevant, weil sonst ist mir gerade eingefallen, okay, du kannst mit Gingerblut richtig fett unblockbar angreifen. Ja, geil. Aber oder? Sonst wird es eher so unspektakulär, aber so ist ganz witzig. Ja. Du spielst halt alles, was Changeling ist, Golem ist und Food ist und alles, was und ja. Sonst noch Utility hat, die Utility hoffen, dass du stirbst. So, und abschließend dazu möchte ich jetzt noch den Satz sagen, den, wenn wir jetzt schon so christlich sind, das ist der Food Commander, das habe ich von Thomas gelernt. Das ist das Einzige, was ich in der katholischen Schule nicht gelernt habe. Jesus Christus sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Mahlzeit. Ich habe eh schon Hunger, hör auf. Nächste Karte. Hof von Ardental. Genau, es gibt wieder 5 neue Höfe. Höfe. 2 weiße, 2 farblose. Verzauberung. Wenn ein Spiel kommt, wirst du zum Monarchen. Mhm. Zu Beginn deines Versorgungssegments bringst du eine bleibende Karte deiner Wahl mit Malwerk 3 oder weniger aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Falls du der Monarch bist, bringe jene bleibende Karte stattdessen ins Spiel zurück. Wird viel diskutiert, wo die nicht spielbar ist, nicht? Ich habe schon Vintage-Listen damit gesehen, die das abusen, und Legacy-Listen, die das abusen. Demnach meine Kaufempfehlung Hof von Ardental. Jetzt war es noch günstig. Wenn es günstig bleibt, leiwand. Wenn es teuer wird, schlecht. Na, ja, leiwand, dass du es schon gekauft hast. Dann erst recht. Hat sich gereimt. Mhm. Alles, was sich reimt, ist gut. Mir war nicht bewusst, dass der schon so breit gespielt wird oder probiert wird. Ja, ja, voll Superkarte. Auch ist halt ein Sun-Titan. Yes, yes. Mhm. Ist halt wirklich, wirklich gut, weil du halt auch mit diesen ganzen Sacrifice Engines so viel Zeugs machen kannst. Ja. Ja, ob das jetzt nur die Bubbles sind oder so, wo du halt Constant Card Draw hast und einfach Informationen beim Gegner hast. Mhm. Was halt sehr gut ist, ob du ein Sec Outlet im Aristokratendeck hast, wo du halt dir relativ schnell den Monarchen holen kannst, weil du Lingering Souls und so Stuff spielst. Gefällt mir schon sehr gut die Karte. Mit Falkenrad Aristokrat super gut, wenn du sagst, du bist in so einer Shell drinnen, weil du einfach immer wieder was zum Wegsäcken hast und die Aristokratin unblockbar machen kannst. Mit Baleful Strix super. Mit Strix. Du hast immer den Blockapparat und wenn ein Spiel kommt, ziehst du Karte auch noch. Es ist halt, die Karte ist wirklich sehr stark. Also ich finde, das ist auf jeden Fall der beste Hof. Okay. Ich nehme es jetzt hinweg, aber ich habe mich halt sehr stark mit den Höfen auseinandergesetzt. Diesen Formaten auseinandergesetzt in letzter Zeit. Hof von Funkenhort. 2 rot, 2 farblos. Wenn der Hof von Funkenhort ins Spiel kommt, wirst du zum Monarchen. Mhm. Zu Beginn deines Versorgungssegments erzeugst du einen 3-1 roten Ritterkreaturenspielstein. Falls du dann der Monarch bist, fügt der Hof von Funkenhort jedem Gegner x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die du kontrollierst. Ja. Den finde ich auch nicht so schlecht. Ja, ist okay. Ich meine, er macht halt einen 3-1 und dann schießt er einen Schaden. Außer du hast mehr Leid. Außer du hast mehr Leid. Wenn du dich das auf ein volles... Also, das Gute ist, du kannst es, wenn du einen Boardstall hast, hinlegen und gewinnen. Ja. 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 Musst halt eine Runde warten. Und dann aber... Dann muss der Gegner halt
das versuchen nicht immer nach wegzukriegen, also der muss anfangen anzugreifen. Und wenn das Board toll ist, dann ist es ja deswegen, weil angreifen nicht gut ist. Ja. Dann tauscht halt vorzugsvorteilhaft und auch okay. Ja, ich gefällt mir echt gut. Ja, ist auch ein ganz solide. Dann gibt es den Hof von Garenbruck, der kostet zwei grünen farblos. Ist der einzige Dreimannerhof, oder? Ja. Nein, der blaue ist auch grün. Ah, weiß ich gar nicht, aber wurscht. Du wirst halt wieder zum Nachhand, oder nicht? Zu Beginn deines Versorgungssegments verteilst du 2 plus 1 plus 1 Marken auf bis zu 2 Kreaturen in der Wahl. Falls du dann im Monarch bist, verdopple die Anzahl an plus 1 plus 1 Marken auf jeder Kreatur, die du kontrollierst. Es kann halt mega eskalieren. Das kann gut sein, aber ist halt alleine nicht gut. Gut, das Rot, ja gut, das Rote fehlt sich Das ein bisschen Rote selber, ja. macht halt auch was, dass es, Dass du Kreaturen wo du halt hinkriegst. einfach am Board Ja. größer wirst. Das Weiße macht halt einfach Advantage ohne Ende. Den Roten finde ich auch ganz okay. Den finde ich jetzt Ja, du brauchst ja mindestens eine Kreatur, sonst macht es halt nichts. kann schon gut sein, aber jo. Hof von Loctwain kostet 2 schwarze, 2 farblose Monarchklausel haben wir drauf. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die oberste Karte der Bibliothek eines Gegners deiner Wahl ins Exil. Du kannst jene Karte spielen, solange sie im Exil bleibt und Mana beliebiger Typs ausgeben, kann ausgegeben werden, um sie zu wirken. Falls du der Monarch bist, kannst du bis zum Ende des Zuges von den Karten, die vom Hof des Loctwain bla 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 ins Exil geschickt wurden, entschuldige, einen Zauberspruch wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Den finde ich fürchterlich unspektakulär. Er macht halt theoretisch Card Advantage. Nur macht er halt Card Advantage und er macht gratis Card Advantage, wenn es dem nachbleibst. Ja, ich meine, gratis Kartenspiel vom Gegner ist schon nett, aber natürlich kannst du auch nur Ranz ziehen. Ich mag solche Sachen normal vielleicht ganz gern, aber der Impact ist halt ein bisschen ein Gamble. Weil es kann halt mega cool sein oder Macht es halt kann halt gar gar nichts nichts. sein. Das ist natürlich ein Problem. Du kannst schwer damit kalkulieren, es ist mehr halt lustig. Ja. Ja, na eben alles schlecht. Und dann gibt es noch Hof Ah, der ist von ja auch 4 Mana. Vantress. Kostet 4 Mana, hat die Monarchklausel oben. Zu Beginn deines Versorgungssegments bestimmst du bis zu einer anderen Verzauberung oder ein anderes Artefakt deiner Wahl. Falls du der Monarch bist, kannst du einen Spielstand erzeugen, der eine Kopie davon ist. Falls du nicht der Monarch bist, kannst du den Hof von Vantress zu einer Kopie davon werden lassen, außer dass die Kopie diese Fähigkeit hat. Ja, nicht? Wenn halt sonst keine Verzauberung da ist, Macht halt auch gar nichts. Na dann ist es gut. halt schlecht. Ich meine, ja, also den wirst du halt schon in ein Deck spielen, wo das halt im Normalfall was macht. Natürlich. Also das, Das Artwork finde ich übrigens sehr schön. das Artwork finde ich auch fast am besten, ja. Ich meine, das Schwarze gefällt mir auch gut gefallen, aber das. Du hast halt überall die Dinger im Genau, das Hintergrund, ist immer aber. das Schloss praktisch im Hintergrund, aber Genau. Sventra schaut einfach geil aus mit diesem Schlüssellochartigen Ding. Ja, schaut super aus. Also, wie gesagt, finde ich auch nicht gut, ganz ehrlich. Ich finde, es ist einfach so, wie wir es gelesen haben: es ist weiß, rot, grün, nix. Okay, so sehe ich das. Okay, ist ein bisschen hart, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Also, auf jeden Fall Empfehlung, diesen weißen Hof sich zuzulegen. Okay, Ist, glaube ich, I eine will do sehr that. gute Karte. Bitte. Ist das der letzte? Nein, wir haben noch eine. No Wir haben noch grün. eine farblose Karte, auch Ah, noch ein schaut. Artefakt. Ah, schaut. Das Warum? ist nämlich der liebe Drache, der ist. Korvold der Gierschlund, der Nom, kostet nom, nom. Jantfarben, ist plus 5, ist ein adliger Drache. 4-4, kostet beim Wirken für jeden Kartentyp unter den bleibenden Karten, die du kontrollierst, die du in diesem Zug geopfert hast, eins weniger. Ja, Fliegt vor der. kontrollierst du besser. Fliegt vor der Trampelschande Eile. Immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, lege X plus 1 Marken auf Korvold und ziehe X Karten. Wobei X gleich der Anzahl an bleibenden Kartentypen unter den Karten in deinem Friedhof ist. Das finde ich aber dann schon wieder eigentlich ganz cool. Ja, also das Problem ist halt schon, dass er wahrscheinlich im Normalfall noch immer Aber der schaut lieb aus. Glaub sechs Mana kosten wird. Sagen wir, du opferst zwei verschiedene Typen, du opferst eine Artefaktkreatur zum Beispiel oder so. Dann kostet er halt zwei generische Mana weniger, Holo oder Ro, dann kostet er sechs Mana. Sechs Mana für eine 4-4 Trample Haste. Haste ist schon cool. Vor allem, weil sie dann wahrscheinlich Flying connected. Trample Haste. Ja, also wahrscheinlich connected sie. Wahrscheinlich kriegst du den Benefit. Das heißt, du ziehst zumindest eine 6-6 und ziehst zwei Karten, wenn du nicht landest, Ist wahrscheinlich doch auch schon haben. geil, oder? Ja, wahrscheinlich, wenn du einen Fetchland auch noch hast, kostet du noch 5 Mana. Ja, okay. Vielleicht ist es eh besser. Oh, schaut urlieb aus, Ah, schau. der ist schier wie die Nacht. Das schaut urlieb Wo bist der aus. urlieb? Das schaut ganz lieb aus, schau. So nett. Diese roten Fetzen, die er da hat, gefällt mir gar nicht. Ja, aber das ist ein Schal.
Der hat sich fesch gemacht. Was ist das, ein Modeaccessoire? Ja. Na geh bitte. Sicher, ist ein Adeliger. Du bist doch ein Adeliger. Na, wäre ich gerne, bin ich nicht. Dann hättest du auch einen Schal. Fix. Soll ich dir einen Schal schenken? Unbedingt. Okay. Ich bin Kaderliga, darf keinen Schal anziehen. Also, im Winter trage ich oft einen Schal. Ja, ich selten, bei Kaderliga. Ja, ich schon offensichtlich. Ja, du willst Adeliger sein. Na, machen wir weiter. Letzte Karte. Der Thron von Eldraine. Schlecht, weil da ist he. Ne? Der, wie heißt der? Wie heißt der King von Eldraine? Der vom Oko zum geelcht wurde. Ah, der ist der. Ah, der ist vom Oko geelcht. Schau, ich habe keine Lore gelesen. Wie heißt der? Das ist eher ein Five-Color-Commander. Ja, der Weiße. Der Weiße ist und dafür die Abilities hat. Ja. Ja, glaubst du, ich weiß das. Der ist von den Phyrexianern nämlich gestessen worden. Wirklich? Ja, der ist von den Phyrexianern gestessen worden und jetzt weiß keiner, wer der König ist und jetzt gibt es nur Bresel auf Eldraine. Ah, dann schau das an. Wie der Story nicht gelesen. Nein. Gut, der Thron von Eldraine kostet 5 Mana, ist ein legendäres Artefakt und so wie er ins Spiel kommt, bestimmst du eine Farbe. Wenn du ihn tappst, erzeugst du 4 Mana der bestimmten Farbe und gibst dieses Mana nur aus, um einfarbige Zaubersprüche jener Farbe zu wirken. Für 3 und tappen ziehst du 2 Karten. Gib nur Mana der bestimmten Farbe aus, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Also ich finde, Monocolor Deck ist der geil. Ja, finde ich den auch gut. In allem, was halt... Also ab dem Moment, wo du zweifarbig bist, ist eigentlich schon schlecht. Ja. Aber Monocolor ist cool. Ja. Für 3 Mana 2 Karten sehen ist jetzt nicht mega geil. Du kannst auch kein farbloses geil. Mana bezahlen dafür. Das ist halt auch ein bisschen problematisch. Ja. Aber ich meine, und er macht auch nur... Er macht 4 Mana, weil er 5 Mana gekostet hat, aber es rampt dich trotzdem ganz fair. Er heißt The Returned King. Wie heißt der? Kendrit. Danke, Kendrit ist es. Wenn du mir ein bisschen was vom Namen sagst, dann ja, hier funktioniert mein Hirn. Ja. Finde ich, wie gesagt, im Monocolor Deck, gerade so ein bisschen Stompy-mäßig, finde ich das sehr gut. Ja. Dragon Stompy kann ich mir vorstellen. Dragon Stompy ist geil, da brauchst du das Mana auch. Ja. Mono Black Control. Mit, wie heißt's? Dem. Grimmage noch was. Ja, nein, mit dem Land, was Mana macht für. Ja, ja, sicher, weiß ich schon. Nyctos. Ja, genau. Jedes Nyctos-Deck. Mhm. Aber sind Angel of Hope als Commander. Ja, sowas. Das ist Licht. Ja, Sephara. Da ist er, glaube ich, ganz cool. Ja, finde ich ganz gut. Gut, wir sind durch. Jawohl, das fertig war's. Mit Eldraine. Fertig mit Z-Spotlight von Wilds of Eldraine. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Für euer eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt natürlich immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und X. Und natürlich im nächsten Video antreffen oder im Spielraum in Wien antreffen oder unseren Discord-Server beitreten oder woanders auch, wo ihr uns halt trefft. Nicht? Vielen Dank fürs Zuschauen. Christoph im Fitnessstudio, mich im Beisel. So wie es halt passt. Danke sehr gut dem Herrn. Ciao, Ba. Ich würde nur gerne Secret Lea katholische Kirche machen. Genau. Das wird sicher noch.